Jetzt in Bunte Live. Silvi Mais im Liebesurlaub auf Mallorca. Sie liebt diesen Multimillionär. Ralf Schumacher vom Formel-1-Boliden auf den Weinberg in Slowenien. Und Topmodel-Mama Heidi Klum teilt süße Babybilder mit Tochter Lou. Ja, das sind doch tolle Themen. Zeit für Bunte Live in volles Haus und Zeit für die heißesten Promi-News. Marion Brandl von Bunte ist da. Schön, dass du heute bei uns bist. Hallo Marion. Ich freue mich. Ja, Silvi Mais, wir haben es gerade gehört, ist frisch verliebt in einen millionenschweren Landsmann. Und jetzt verbringen die beiden ihren ersten gemeinsamen Liebesurlaub auf Mallorca. Mal wieder, ne? Silvi Mais ist frisch verliebt in einen Müllmillionär. Ihr Neuer, der Holländer Wim Beelen, ist 47 Jahre alt und hat buchstäblich mit Müllmillionen gemacht. Sein geschätztes Vermögen 200 Millionen Euro. Der Abfall- und Recyclingunternehmer und die TV-Moderatorin kennen sich erst seit einigen Wochen. Die letzten Tage verbringen Wim und Silvi zusammen auf Mallorca. Sie feiern die Hochzeit ihrer besten Freundin Emmy und nächtigen dabei ganz standesgemäß auf Wims eigener 42-Meter-Yacht Lucky Ass. Silvi schippert ins Liebesglück. Hoffentlich eine Liebe, die nicht bald in der, Tonne landet. Ja, Britt, irgendwas machen wir falsch. Also, Marion. Also, gibt's doch gar nicht. 8 Monate nach der Trennung ist sie jetzt wieder verliebt. Wie haben die beiden sich denn kennengelernt? Ja, also sie sollen sich im September in Amsterdam kennengelernt haben. Sie ist dort gewesen. Sie lebt ja, wie wir wissen, hauptsächlich in Hamburg, weil ihr Sohn Damian, der ist 17, immerhin seinen ersten Profivertrag als Fußballer unterschrieben hat. Mhm. Wie die sich dann genau über den Weg gelaufen sind, weiß man noch nicht. Aber man weiß, der Mann ist geschieden, ist frei gewesen, hat 2 große Kinder und er ist einfach ein absolut dicker Fisch. Jetzt ist Silvi auch nicht arm mit ihren 5 Millionen, aber der Kerl hat ja nur mal 2 Millionen irgendwo. Und das Schöne ist, wir wissen jetzt auch genau, warum sie gesagt hat, ich habe keinen Sex auf Deutsch. Nee, den hat sie jetzt auf Holländisch und davor hatte sie den auf Französisch, denn die Scheidung ist ja noch nicht durch mit ihrem Franzosen. Wie hört sich das denn an, Mario, wenn man Sex auf Französisch hat oder auf Holländisch? Das wollte ich dich eigentlich fragen. Ja, wir sind ja Hessen, wir können nur Sex auf Hessisch und das will keiner hören. Das will keiner hören. Nee, auf jeden Fall, sie sagt selber, sie liebt es, verliebt zu sein. Und deswegen auch vielleicht die Affinität, selbst wenn wir sagen würden, ja, Mai, der Mann ist reich, aber gefällt mir nicht, ja. Aber sie liebt dieses Gefühl, diese Schmetterlinge und genau das hat sie jetzt. Und dann schauen wir mal, wo das hingeht. Ist ja auch das schönste Gefühl, was hoffen wir aber doch mal, dass sie diesmal ein bisschen länger bleiben, ja, wir dürfen gespannt sein. Sie ist ja immer recht schnell verliebt, hat man das Gefühl. Ja, ja, genau. Kommen wir mal zu jemand ganz anderem. Wir sprechen nämlich heute über Ralf Schumacher und er gehört ja zweifellos zu den bekanntesten Formel-1-Fahrern Deutschlands. Längst hat er allerdings sein Rennhelm an den Nagel gehängt und widmet sich jetzt seiner Leidenschaft und zwar dem Wein. Hm. Bunte hat Ralf Schumacher exklusiv auf seinem Gut in Slowenien besucht. Er gehörte zu Deutschlands schnellsten Rennfahrern, Ralf Schumacher, Bruder von Rennsportlegende Michael Schumacher. Ein Leben voller Adrenalin. Heute ist das anders. Statt über die Rennstrecken von Monza oder Hockenheim zu brettern, dieselt Ralf Schumacher mit dem Traktor durch seine Weinberge in Slowenien. Wein ist doch ein Lebensgefühl, es macht doch irgendwie einen Abend schöner und dann auch die verschiedenen Nuancen, die es so gibt, viel wenig Säure, Holz, kein Holz. Es ist einfach, wenn ich hier bin, ja, ist wunderschön. Die Leute sind extremst nett, hilfsbereit und vor allem, man kann sehr gut essen hier. Das ist ja das Wichtigste überhaupt. Nein, das ist wirklich in der ganzen, ist einfach schön und es macht immer wieder Freude, herzukommen. Der heute 48-Jährige hat also das Lenkrad gegen die Winzerei eingetauscht. Vielleicht braucht Ralf Schumacher aber auch diese Ruhe in den Weinbergen, nachdem er jahrzehntelang nur Motorengeräusche im Ohr hatte. Kribbelt es denn noch manchmal im Fuß? Das Rennfahren vermisse ich nicht, aber es wäre auch schlimm. In meinem Alter muss man und soll man das nicht mehr machen. Ich werde vielleicht noch mal ein Rennen fahren, aber wenn nur aus Spaß. Das Rennfahrertalent hat Ralf, genau wie sein Bruder Michael, an seinen Sohn Mick, an seinen Sohn David abgegeben. Der fährt mittlerweile erfolgreich in der DTM. Ein echter Schumacher also. Ihm beizubringen, wie man möglichst schnell Auto fährt, war für Ralf als Vater aber nicht die zentrale Aufgabe. Also ich glaube, das Wichtigste ist Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und der Umgang mit anderen, mit Menschen und sowieso Höflichkeit. Das ist so, das haben wir bei uns in der Familie gelernt, auch bei meinen Eltern. Und ich glaube, das konnte ich ihm mitgeben und den Rest, der ergibt sich dann mit dem Leben.
Mit Davids Mutter Cora war Ralf Schumacher 14 Jahre verheiratet, bis sie sich 2015 scheiden lassen. Nach einem anfänglichen Rosenkrieg sind die beiden mittlerweile wieder gute Freunde. Nicht nur wegen des gemeinsamen Sohnes. Ich weiß ja nicht, also ich glaube, das ist ganz normal, wenn man in der Scheidung ist, dass das nicht immer so toll ist, weil man lässt sich ja scheiden, weil man es nicht mehr so gut versteht. Aber wir haben danach einen sehr, sehr guten Weg miteinander gefunden und das passt auch, da bin ich sehr glücklich drüber. Nach dem sportlichen Erfolg und der abgeschlossenen Familienplanung steht jetzt also ein Hobby im Fokus, der Wein. Und von dem kann man sicher sehr viel lernen fürs eigene Leben. Zum Beispiel, wie man mit dem Älterwerden umgeht. Tragen es mit Fassung. Die Alternative zum Älterwerden ist ja nicht so lustig. Deshalb, nein, Spaß beiseite. Es ist natürlich, man wird älter, man muss hier und da ein bisschen mehr tun. Auch vielleicht das eine oder andere Mal mehr trainieren oder auch die Ernährung, dass man halbwegs in Form bleibt. Aber ist jetzt noch nicht so, dass ich morgens aufstehe, mir alle Knochen wehtun. Also noch geht's. Ein guter Wein wird ja mit dem Alter immer besser. Auch wenn die rasanten Tage als Rennfahrer also vorbei sind, Ralf Schumacher könnte das Beste noch vor sich haben. Ich finde, er ist auch wie ein guter Wein. Er wird eigentlich immer besser, je älter er wird, ja, oder? Und ja? Wie sagt man, er hat gut die Kurve gekriegt. Also. Ja, also, ja, passt alles zusammen. Aber mal ehrlich, ja. Sobald man über Schumacher spricht, ja, dann hat man eigentlich immer natürlich Michael als Thema im Kopf. Und da stellt man sich schon so ein bisschen die Frage, schafft er das nicht permanent an seinen Bruder zu denken? Ja, oder? Das schafft er schon, aber auch hier im Interview, wir konnten es gar nicht nehmen, weil er war so angefasst, als mein Kollege, der Manfred, auch gesagt hat, hey, besuchst du deinen Bruder, wie geht's dem? Und dann merkt man schon, das geht ihm immer noch nah. Und das ist ja sowas, das ist so ein Schicksalsschlag, das kannst du nicht ändern, damit kannst du nur leben. Und er hat auch gesagt, ja, ich lebe halt mein Leben weiter. Und wie wir eben gesagt haben, das kriegt er ja ganz gut hin. Mhm. Er hat sich mit Cora, das war immer ein Auf und Ab, jetzt gerade wieder, sage ich mal, gut verständigt. Und er hat dieses neue Investment, ja, wo er mit seinem Traktor rumfährt. Das Witzige, er hatte 2004 schon mal ein ganz anderes Investment. Da hat er bei Beate U. So, mit investiert. Ach ja? Dann ist er durch den Beate Use. Ach wirklich? Spielzeug, genau. Und da ist er total durch den Kakao gezogen worden, auch durch Stefan Raab. Der hat T-Shirts drucken lassen, dann stand da drauf Pono Rally oder Hardcore. Ach, diese T-Shirts sind dann, sag ich mal, später für einen guten Zweck versteigert worden. Wie der Wein jetzt heißt, weiß ich allerdings nicht. Doch, stand ja Schumacher Wines. Ach, das ist ja ganz, das ist ja harmlos, da kann ihm ja nichts passieren. Ja. Ich habe mal gesehen, es gibt auch einen Hagedorn-Wein. Also, ja, ich sagte, es gibt auch Schroppwein, wurden mir auch schon zugeschickt. Ja. Jetzt kommen wir aber zu einer Top-Model-Mutti einer ganzen Generation, muss man sagen. Mama, ne? Mutti ist ja manchmal so ein bisschen despektierlich. Wir sprechen über Heidi Klum. Ja. Gerade laufen die Castings zu Germany's Next Topmodel, jetzt ja auch mit Männern. Und zum 14. Geburtstag ihrer Tochter Lou teilt sie jetzt seltene Babyfotos als Mama. Internationales Supermodel, TV-Star und liebevolle Vierfachmama. Wie stolz Heidi Klum auf ihre Kids ist, teilt sie jetzt wieder einmal mit der ganzen Welt auf Instagram. Dieser Post ist allerdings nicht für ihre älteste Tochter Leni. Mit der verbringt die 50-Jährige zuletzt das ganze Wochenende, um eine neue Unterwäschekollektion zu feiern und vorzuführen. Nein, die private Bilderreihe mit süßen Babyfotos ist ihrer zweiten Tochter Lou gewidmet. Denn die feiert ihren 14. Geburtstag. Da wird Heidi nostalgisch und gewährt Einblicke ins Familienfotoalbum. Ich liebe dich mit allem, was ich habe, schreibt die Topmodel-Mama zur Fotoreihe. Mit 14 ist Lou schon ein richtiger Teenager. Leni hat das Klumnest bereits verlassen, aber wer weiß. Vielleicht gibt's ja doch noch mal Nachwuchs. Mit Tom läuft es schließlich wie am Schnürchen. Ja, und überhaupt hat man das Gefühl, bei Heidi Klum läuft's wie am Schnürchen. Immer. Und das seit sehr vielen Jahren mittlerweile. Ne? Also ich denke mir, die ist so gut im Geschäft, macht so viele unterschiedliche Sendungen in Amerika auch. Dann ist sie mit Tom unterwegs, geht auf Partys, macht Städtetrips, modelt immer noch und ist eben auch noch eine rührende Mutter. Wie schafft sie das denn alles, Marion? Also du hast das schon gut auf den Punkt gebracht. Was diese Frau so stark macht, ist die Liebe. Mhm. Grundsätzlich. Aber dann muss man sagen, sie ist genau der Typ Mutter, die nach Hause kommt und im Kostüm
Kostüm noch die Toilette putzt oder, wie wir gesehen haben, den Hundekot von den Frischlingen wegwischt. Sie hat uns auf Instagram dran teilnehmen lassen. Nein, dann muss man sagen, sie hat halt eine deutsche Erziehung genossen. Mhm. Mama heißt Erna, was die Frau kann, ist Disziplin und Organisieren. Sprich, also, das schaffst du nur mit 4 Kindern, 2 jungen Hunden, einem viel zu jungen Ehemann und dann noch dem Business. Da muss gute Orga hin. Und wir haben es ja jetzt, wie du gesagt hast, ja gesehen. Sie macht die neue, sag ich mal, GNTM-Show, die neue Auswahl. Dann geht sie zur Intimissimi-Show mit ja, ihrer erstgeborenen Tochter. Und dann schafft sie es noch, pünktlich nach Hause zu fliegen und einen Kindergeburtstag auszurichten. Mhm. Mit allem, mit Ballspielen, mit Eis und einen liebevollen Post abzusetzen. Also wenn du das schaffst, dann schaffst du auch ein 5. Kind, sag ich mal. Wie immer das dann zustande kommt, ja. Aber es ist schon, also ich bewundere das ehrlich. Ich weiß nicht, wie die Frau das macht, aber offensichtlich natürlich ist sie talentiert. Natürlich hat die auch Hilfe, in ne? In der Regel ja. Sagt man, hast du 4 Kinder, hast du 4 Nannys, aber auch das muss organisiert werden. Wie oft wird eine Nanny krank? Wir wissen das doch. Ja. Die macht es super, sie hat Erfolg und sie strahlt halt das aus, dass sie glücklich ist. Ja. Sie ist eine Frohnatur und sie aber alle. Wisst ihr was? Ich würde gerne über ein anderes Mutter-Tochter-Duo sprechen. Ja. Ja, weil die sind so, gerade auch die Mama dazu ist mir das erste Mal so richtig bewusst geworden, als ich sie so wahrgenommen habe jetzt in Interviews. Und ich spreche über Laura Karasek und ihre Mutter. Die beiden sprechen nämlich erstmals ganz privat über ihren sehr schweren Schicksalsschlag. Erst nämlich durch den Tod des Vaters der berühmten TV-Moderatorin fanden die beiden Frauen zusammen. Jetzt allerdings hat das Mama-Tochter-Duo sein erstes gemeinsames Buch geschrieben. Und ich finde den Titel richtig toll. Es ist nämlich das Gespräch unseres Lebens. Zwei Frauen, ein berühmter Nachname, Karasek. TV-Moderatorin Laura und Theaterkritikerin Armgard. Die eine Tochter, die andere Witwe von Helmut Karasek. Der Tod des Literaturkritikers verändert auch das Verhältnis von Mutter und Tochter. Da ist jetzt eine Frau, die für mich die letzten 30 Jahre immer stark war. Und auf einmal soll ich die auffangen und das kann ich gar nicht. Plus, ich bin dazu noch gerade selber Mutter geworden und bräuchte eigentlich dich als meine Hilfe. Und das kannst du natürlich auch nicht leisten. Die Kinder brauchen mich, meine Mutter braucht mich und ich kann das gar nicht erfüllen und leisten. Ich will diese Verantwortung gar nicht, ich will gar nicht erwachsen sein. Und wir haben uns sehr, sehr viel gestritten im ersten Jahr nach Papas Tod. Gestritten wird auch heute noch bei den Karaseks. Das wird im gemeinsamen Interview von Mutter und Tochter deutlich. Du beleidigst gerne. Ich beleidige und du bist gern beleidigt. Ich bin manchmal entsetzt, wenn sie mit mir rumschimpft. Warum kann sie nicht einfach akzeptieren, dass ich eben so ein Vulkan bin oder so emotional und auch das mal mit Humor zu sehen oder zu sagen, ja gut, jetzt. Aber wie kann man das mit Humor sehen, wenn man angeschrien wird? Ich habe gern so ein bisschen Telenovela, bisschen Seifenoper. Bisschen, ja. Zoff zwischen Mutter und Tochter, so alt wie die Menschheit. Auch beim Fotoshooting wird gestichelt. Mama, so solltest du dich mal öfters sein. Das sieht wirklich. Na hör mal, ich kann doch nicht 2 Stunden eine Stylistin beschäftigen. Warum denn nicht? Bevor ich das Haus verlasse. Du bist Rentnerin. Ja. Nun haben die zwei wortgewaltigen Frauen ein Buch über ihre Beziehung geschrieben und sich dabei auch neu kennengelernt. Das Tolle daran ist natürlich, dass wir einander vieles erzählt haben, was wir noch nicht voneinander wussten. Zum Beispiel, dass du mehr Joints geraucht hast als Alkohol getrunken. Ja, war halt die Zeit. Schlagfertig, witzig und erfolgreich. Laura Karasek ist in die Fußstapfen ihres prominenten Vaters getreten und hat sich als Fernsehmoderatorin einen Namen gemacht. Wie kam es zum Buchprojekt mit ihrer Mutter? Wir haben mal sehr lange miteinander telefoniert und dann hat Laura am Ende gesagt, ach Mensch, warum haben wir das jetzt nicht alles festgehalten und aufgeschrieben? Das wäre doch wahrscheinlich auch für andere Menschen interessant, weil die sich über dieselben Dinge Gedanken machen. Als mein Vater starb, war mir dann auf einmal so klar, der letzte Mensch, der mir diese Fragen noch beantworten kann, ist meine Mutter. Und wenn ich sie das jetzt nicht frage und wenn ich ihr jetzt nicht sage, auch was ich für sie empfinde oder auch was ich ihr vorwerfe, dann werde ich es nie wieder tun und dann werde ich es vielleicht bereuen. Mutter und Tochter Karasek, zwei Frauen, die Klartext miteinander reden. Ich finde das echt total verrückt, dass du dich nicht umarmen lassen willst. Also jeder Mensch sehnt sich doch danach, umarmt zu werden. Und an einen Mensch, der sagt, so, das ist ja echt krank. Ja, ich liebe nur geistige Nähe.
körperliche Nähe nur zu Menschen, in die ich unsterblich verliebt bin. Und das, liebe Mama, bin ich leider nicht in dich. Ihr Buch Das Gespräch unseres Lebens ist ein Appell. Sprecht miteinander, bevor es zu spät ist. Und das macht mir Freude, dich als Oma zu sehen. Ja, danke schön. Guck mal, jetzt heult sie fast. Aber zu mir immer sagen, heul nicht, lies lieber ein Buch. Das haben wir gerne. Lies lieber ein Buch. Nicht irgendeines, sondern ihr eigenes. Dem Literaten Helmut Karasek hätte es gefallen. Ein bisschen passt dazu hart, aber herzlich. Ja, ich muss sagen, ich bin totaler Fan von der Mutter von der Laura Karasek. Die finde ich einfach großartig. Liebe Marion, es war wie immer ein Vergnügen. Vielen lieben Dank. Ja, hat mich gefreut mit euch. Danke, tolle Themen heute. Mega Themen, sehr voll heute der Tag. Also hat viel, viel Spaß gemacht.